Und nun sehen Sie Lovis Corinth am Tage, an dem er gefilmt wurde. Es war im Vorgarten seines Hauses im Hansaviertel. Ohne eine Andeutung von Vorzeichnung streicht er weiß und blau zur Luft zusammen. Der technische Zustand des Filmes hat im Laufe der Zeit sehr gelitten. Das müssen Sie berücksichtigen. In diese Luft setzt er die Baumkronen, bevor die untere Bildhälfte entsteht. Der pulsierende Strich schafft den lockeren Grund und das flutende Leben der Peinture, das die Alterswerke Corinths kennzeichnet. Wir erleben ein dramatisches Geschehen, ein Phänomen. Corinths Hand, durch zwei Schlaganfälle bereits schwer beeinträchtigt, fährt zitternd über die Bildfläche. Nur mit großem Energieaufwand gelangt der Pinsel dorthin, wohin das Auge ihn bestimmt. Oft wird die Farbe mit einem Ruck aufgetragen, nachdem die Hand gleichsam gezielt hat. Für den schweren Mann und seine mächtige Malerei eine fast zierliche Hand, der kleine Finger weit weggestreckt. Nichts von der Malerfaust, die in vielen Aufsätzen über Corinth symbolisch erwähnt ist. Immer wieder ändert er das Motiv. Nach des Meisters Tode schrieb seine Frau, die bekannte Malerin Charlotte Behren-Corinth, als sie den Film wiederholt im Lichtspielhaus gesehen hatte, er fühlte sich beim Filmen keinen Augenblick gehemmt oder geniert. Er malte genauso, wie er stets malte. Ich schäme mich nicht, es einzugestehen, dass ich jeden Abend den bitter schmerzvollen und dennoch so sehnsüchtig erwarteten Augenblick bestürzt genoss, noch einmal sehen zu dürfen, wie Corinth gemalt hat. Und ich verfolgte jede Phase mit Inbrunst. Ich empfand, dass diese Filmaufnahmen ein Dokument von unschätzbarer Bedeutung sind, da sie über die irdische Zeitdauer hinaus das Kostbarste des Künstlers übermitteln können, seine schöpferische Stunde. Einige Gemälde Corinths sollen uns an seine Art erinnern. Die Selbstbildnisse waren malerische Bekenntnisse in vielen Formen und Situationen. Naturalistisch, ohne Schöntuerei. Oder um der blanken Rüstung willen mit Modell. Der Tod lebt nicht, er ist ein Skelett. Als Mann der guten Gesellschaft. Als Maler, der seine Familie malt. Und der alte Corinth, skizzenhaft breit hingestrichen.